So, liebe Leute, ich habe jetzt den Weg vom Bahnhof bis zum Windsor Castle geschafft und jetzt stehen wir hier gerade hier vor. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen mal oder kaufen uns ein Ticket. So, liebe Leute, wir sind jetzt hier im Windsor Castle und ja, ich habe mir eben ein Ticket gekauft für Jugendliche, so bis 24 Jahre, glaube ich. Kostet das Ticket 19 Pounds. Und ja, für Erwachsene, glaube ich, waren das so 21 Pounds. Und dann sind wir eben durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Und ja, jetzt sind wir hier auf dem Weg zum Schloss. So, jetzt sind wir hier an der Nordterrasse und von hier aus hat man einen kleinen Überblick über Windsor. Habe ich mich erschrocken. So, liebe Leute, wir waren eben gerade beim State Apartment oder ja, Prunkgemach oder Prunkzimmer auf Deutsch. Und ja, leider durfte man da drinnen nicht fotografieren oder filmen. Aber ja, wie gesagt, es war drinnen sehr, sehr prunkvoll. Da gab es ja ganz viele, die Ausrüstung von den Wachen zu sehen, deren Waffen, aber auch ganz viel Porzellan. Und dann auch verschiedene Zimmer, wie zum Beispiel ja, das Mahlzimmer oder ja, von der Königin, vom König. Aber auch das Schlafzimmer oder Ankleidezimmer. Und natürlich auch das Esszimmer mit einem sehr, sehr langen Tisch.
ich war eben drinne und ja, leider kann man da auch keine Videos oder Fotos drin machen. Aber da ist zum Beispiel unter anderem das Grab von Queen Elizabeth und König Philip und alle Königen und alle Gräber von den Königen und Königen davor. Ja, und das da drin war auch sehr schön anzusehen. Da konnte man ja auch natürlich sehen, den Ort sehen, wo ja, König Charles oder Prinz Charles zum König gekrönt wurde. Und ja, das habe ich im Fernsehen gesehen und jetzt live da drin zu sein, war schon echt Wahnsinn. Dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was es hier zu sehen gibt. Hier ist sozusagen die legendäre Treppe, wo zuletzt zum Beispiel Prinz Harry und Meghan nach ihrer Hochzeit hinuntergeschritten sind. Und ja, so schaut das Ganze aus.